Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Plague Inc. Evolved. Hier haben wir ein neues Seuche und Gen entdeckt für den Einzelspielmodus. Die Mutationsbonus Gentyp und der Virus Seuchentyp sind im Einzelspiel entdeckt und freigeschaltet worden. Okay, gucken wir nochmal. Einzelspieler. Das Hauptspiel. Dankeschön. Folgende Seuchen sind freigeschaltet. Zack, der Virus. Wir gehen jetzt mal weiter von der Bakterie zu einem kleinen Virus. Ah, wunderbar. Schaut ihr nicht schön aus. Rasend mutierend regt. Der sehr schwer zu kontrollieren ist. Mutieren bis zu umfallen. Okay, wir werden es mal probieren. Der folgende neue Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Mutationsbonus in Einzelspieler. Natürlich, warum nicht? Hier, Mutationsbonus. Erhöht die Mutationschance, natürlich. Ich weiß eigentlich nicht, dass wir nur ein Virus haben. Wir haben ein Virus, das sogar noch mutieren kann. Freigeschaltet nur 1%. Ich muss das Spiel ziemlich oft spielen, würde ich mal behaupten. Wir bleiben auf jeden Fall bei normal, weil das schon mal ausreicht. Pax, oh Gott. Die Namensbezeichnung. Ein Virus, der mutieren kann bis zum Umfallen. Wie könnten wir den nennen? Jeder kennt sie, viele verwenden sie. Hashtags. Das wird die neue Seuche sein, die Welt auslöschen wird. Mal schauen, wie sich die ganzen Texte darauf damit sehen. Wir kommen bei Back In. Ihr habt das alles bewusst. Ja, ich weiß. Dieses Mal werden wir was anderes machen. Die Hashtags werden woanders starten. Und zwar werden sie in den USA anfangen. 316 Millionen Einwohner. Und ich bin mal mehr als gespannt. Hashtag befällt USA. Hashtag hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und nicht spezialisiert. Achso, wir können mal gucken. Was haben wir hier? Die Übertragung ist gleich. Symptome sind auch gleich. Ach, die Sachen an sich sind... Ah, sind ähnlich. Ah, okay. Sie sind ähnlich, aber nicht gleich. Die Fähigkeiten sind anders, so wie es ausschaut. DNA wird instabiler, was zufällig Mutation fördert. Natürlich. Ich meine, es ist ein Hashtag. Hashtag ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlich schnelle Mutation und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNA-Punkte. Okay. Virus-DNA entdeckt. Okay. Sage ich auch mal nicht nein dazu. Zufällige Mutationen sollten wir jetzt von Anfang noch nie machen, weil ich möchte erstmal Übertragungen haben. Das wäre recht schön. Das wäre richtig schön sogar, wenn wir das irgendwie machen könnten. Aber da habe ich es ja richtig erwischt hier. 12. Oh, 12 ist gut. 12 Wasser, zack, herrlich. Hashtag hat Anämie-Syndrom. Ohne DNA mutiert. Okay, Anämie, was ist Anämie? Sei mir nichts Böses. Anämie. Ein Rückgang der roten Blutkörperchen oder des harmonischen im Blut kann Sauerstoffmangel in den Organen hervorrufen. Ja. Ist es nicht so schlimm. 11, ich glaube, dann könnte man noch sagen, genau. Erreger von Staubakting übertragen werden. Das ist nicht schlecht, dann können wir schon mal in die Umgebung gehen. WHO-Zufriedenheit ist Schlüssel für langes Leben. Und Hashtags aus dem Weg zu gehen. Das wäre bestimmt auch nicht das Schlechteste vom Schlechtesten. So, Viehbestand natürlich. Lass es in der Nahrung sein. Hashtag hat Husten. Oh Gott, ja, wunderbar. Herr Potter, Neuauflage? Habe ich das gerade richtig da oben gelesen? Die jüngsten Vorkommnisse zusammen mit dem dänischen Mafia haben deutsche Kanzlerin dazu bewogen, organische Verbrechen und antisoziale Verhalten zu untersuchen. Das hat zum Glück nichts mit mir zu tun. Das will ich mir jetzt erst zunehmende Sorgen machen. Wer ist denn damit? Das bräuchte noch FDMA-Punkte. Ihr habt das Problem auf jeden Fall. Gebt mir einen Punkt. Dankeschön. Wunderbar. Wer sich jetzt keine Medizin leisten kann, wird sowas von infiziert. Hashtag hat Zysten. Mein Gott, Zysten. Ich glaube, ich bin. 34 Infizierte. Verstehe, wir haben halt kaum Infizierte, aber wir haben schon, weiß der Geier was alles. Virus, du bist echt schwer unter Kontrolle zu bekommen. 5. Ja, das möchte ich doch gerne haben. 8 Kälte. Möchte wir nach Grönland? Ein wunderschönes Land ist Grönland. Hat Übelkeit empfinden. Okay, Moment. Leute. Du wirst tödlich, bevor du überhaupt ansteckend bist. Das finde ich jetzt nie so lustig. Überhaupt nicht sogar. Gerade mal bei 700 Leuten. Okay, jetzt wird es besser. Jetzt wird es definitiv besser. Zack. Halte mehr in der Kälte aus. Können wir nämlich hier nach oben gehen, würde ich mal sagen. Kanada. Verschiebung der Olympischen Spiele. Diesmal egal. Diesmal komplett egal.
Komm, Kanada, komm, Kanada, Grönland, Kanada, irgendwas im Norden oben. Hashtag hat Hämorrhoid, sage mal. Okay, noch geht's. Wir sind nicht tödlich auf jeden Fall. Wir sind nur ansteckend. Das ist schon mal. Oh, danke, endlich. Endlich breitet sich da drüben auch mal aus. Wunderbar, was haben wir noch hier? Saudi-Arabien? Hallo, Brasilien. Wunderbar, das gefällt mir doch. Zufällige Mutation? Nein. Auch wenn schönes Nein. Können wir dann vor allem in armen Regionen so viele Mutationschancen? Doch, mit der Mutation! Das hier brauche ich. Ich brauche Vögel. Ich brauche definitiv Vögel, die helfen mir weiter. 13. Ah, Kater, jetzt da wunderbar. Hier, zack, Vögel. Wunderbar. Danach kommen noch ein paar Insekten noch mit dazu. Oh, jetzt geht's endlich los. Es hätte uns ewig gedauert. Hashtag hat Schlafstörungen mutieren lassen. Wenn ein paar sterben, ist jetzt auch noch nicht so ganz das Allerschlimmste von der Welt. Aber es wäre halt schon schön. Wir können schwer analysiert werden. Zum Glück analysiert noch gar niemand was. Sonst hätte ich nämlich ernst zu nehmen, die Probleme. Jetzt bereits irgendjemand was machen würde. Weil dafür ist es noch nicht gut genug. 13 DNA-Punkte, wunderbar. Übertragung Wasser Land ist auch schon mal nicht schlecht. Ui, oh, jetzt haben wir was erreicht. Jetzt haben wir definitiv was erreicht. Nochmal was. Dankeschön, 18. Kann man vielleicht sagen, das hier wäre noch recht gut. 28. Okay, nee, wir machen zuerst das hier. Komm. In kälteren Regionen. Wir müssen uns noch ausbreiten in kalten Regionen. Oh, Hilfe. So schnell wie irgendwie möglich. Oh. Lähmung. Lähmung ist auch gut. Lähmung ist auch mehr als gut. 29, wir sind ganz kurz davor, damit die Industriestaaten auch wesentlich mehr Probleme haben mit uns. Denn es geht nichts über einen guten Hashtag. So, hier, wunderbar. 5 Punkte für Symptome. Nein, das sorgt das Spiel schon selber dafür. Die USA wurden eine Krankheit namens Hashtag entdeckt. Sie ist besorgniserregend und muss weiter erforscht werden. Auch andere Länder melden diese Krankheit. Der Hashtag ist doch böse. Erster Todesfall durch Hashtag. In den USA bestehe ich. Pech oder Anfang von etwas Schrecklichem. Wir wissen es ja. Hashtag ist böse. Bei dem Moment. Huiuiui. Huiuiui. 18. Moskitos, ganz wichtig. In heißen Klimazonen. Wir haben hier noch ziemlich wenig. Trotz Hashtag werden Olympische Spiele bald beginnen. Werden die Menschen die Krankheit nach Brasilien bringen? Hashtag ist überall. Hashtag ist analog und digital zu finden. USA trägt es erst an den Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Hashtag zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit aber, dass es länger dauert. Würde ich auch mal ansehen. Denn gegen Hashtag gibt es kein Mittel. Ihr müsst das Internet ausschalten und das werdet ihr niemals tun. Muhahaha. So, zack hier. Entwicklungsbremsen. Zack, zack. Wunderbar. 11 weitere Punkte. Hashtag hat Koma-Syndrom. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich eher daran ankämpfen. Infizierte gegen Tote. 22. Noch mehr zufällige Mutationen. Wird im Moment vielleicht mal netter. Übertragungsrate. In allen mit ländlichen Gebieten sowie Mutationen. Ja, wir machen erstmal Übertragungsrate hier noch. Wasser. Luft ist gut. Noch ein bisschen lang. Das erste Land, die Ausbahn von Hashtag durch verschärfte Ausreinigung eingeschränkt versuchen. Wie wirksam ist es? Es ist nicht wirksam. Will ich jetzt schon sagen, es wird nicht wirksam sein. Hashtag ist überall. Die Ansteckungsgefahr, das ist auch schon mal nicht so schlecht. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wie wäre es denn mit dem hier? Wunderbar. Hört es allgemein aus. Die Welt ist grün. Grün ist immer noch nicht infiziert. Grün, der Hashtag wurde in der Höhe aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Wir wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Das könnte wirklich sein, wenn wir Pech haben. Ich meine, ich bin hier schon auf 2. Das heißt, irgendwann muss doch auch mal Grönland dran glauben. Ich hätte das liegen gerne. Das wäre wunderbar. Okay, wir machen zuerst das hier. Eine Omnipotenz. 38, okay. Ja, endlich, Grönland ist auch mit dabei. Menschen, die mit Hashtag visiert sind, reisen nach Rio und haben ihre Krankheit verbreitet. Der Hashtag ist überall zu finden. Okay, was soll's?
Wie schaut's denn aus? 1%? Nicht mit uns. Sowas von nicht mit uns. Hashtag hat Abszesse-Syndrom. Finde ich auch nicht schlecht. Abszesse kann man mal lassen. Fähigkeiten allgemein. Bitteschön, noch mehr Mutationen. Können wir das noch nicht infiziert genug? Da muss noch was dran gearbeitet werden. Tumore. Oh, jetzt geht's aber rund. Jetzt geht's aber sowas von rund. Noch mehr DNA-Punkte. Wenn wir schon mutieren, dann mutieren wir richtig. Flugzeuge, überall kann es ausgebreitet werden. Aber ich glaube, wir sind jetzt überrascht, oder? Yep, alles ist infiziert. Das heißt, wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass wir tödlich sind. Isan sendet jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Hashtag zu beschleunigen. Das wird nicht funktionieren. Hashtag ist unaufhaltsam. Besonders, wenn wir noch mehr in zufällige Mutationen stecken. Hashtag hat Paranoia-Syndrom entwickelt. Ist doch schön. Wenn wir jetzt Paranoia werden. Anfall, DNA-Punkte mutiert. Anfälle, wunderbar. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf eine Entwicklung gegen uns. Glaube ich nicht. Glaube ich mal nicht. Dann werden wir doch ein bisschen resistenter. Und dieses zufällige Bekommen von Krankheiten finde ich cool. Ist sehr cool. Hat das Wahnsinnssyndrom bekommen? Oh yeah. Die Menschen in 5 Königreichs sind extrem paranoid und weigern sich, die weltweite Bemündung für ein Heilmittel vollständig zu unterstützen. Das ist schön. Dann lass es bleiben. Kein Heilmittel für die Welt. China beginnt zu zerfallen an den Hashtags. Ja, yeah, da hat die Zensur halt auch nichts gebracht. Hashtag-Systeme hat die Infektion bekommen. Jetzt wird es einfach nur noch. Jetzt wird es einfach nur noch krass. Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch bekommen. Weil. Die Gesundheit. Okay, das soll aufhören. Ausschlag. Zack, immer schwieriger werden muss. Könnt ihr noch ein bisschen was machen? Übertragungssymbol und sowas, aber nein, was soll's? Entschuldigung, ist auch wunderbar. Nein, hörst du gefälligst auf damit? Letztes Event wurde vor kurzem von Hashtag infiziert. Das ist schon mal schön. Innere Blutung, ach, genauso schön. Ich hätte gern lieben das hier, aber ich glaube, wir helfen dem Ganzen noch ein bisschen. Wenn wir noch sagen. Dysenterie, ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems. Das klingt doch wunderbar. Übelkeit bringt uns gerade gar nichts mehr. Komisches Verdauungssystem, geh kaputt an allem. Übelkeitssymptom und es wird immer noch versucht zu forschen. Sie versuchen es, aber sie werden es nicht schaffen. 25, da wäre doch bestimmt Hämorrhoidenschock was richtig Gutes. Ja, natürlich wäre das was. Es müssen wir noch alle töten. Nekrose, natürlich. Beam die Leute um. Hashtag Nekrose. Madagaskar in Archivfallen. Hashtag Madagaskar gibt's nicht mehr. Nee, ich glaube, das war's mit euch. Ihr könnt noch sogar das hier machen. Und haben wir sonst noch irgendwas, was ziemlich böse ist momentan. Ich möchte einfach nur schnell töten. Alles andere ist egal. Jipp, ich würde mal sagen, die Welt ist hinüber. Hashtag Genom vollständig sequenziert. Wissenschaftler haben den Genom von Hashtag vollständig sequenziert. Wir glauben, diesen Durchbruch würde das Suchen nach einem Heilmittel helfen. Ist halt nur relativ dumm, wenn alle Forscher so quasi draufgehen bei der Aktion. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Aber es gibt einfach nichts mehr. Hashtag hat Erbrechen. Die letzten paar erbrechen sich noch in ihrem ganzen. Hashtag hat die Welt trotz Einbildung zerstört. Letzten verbleibende Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zum Überleben. Ich würde mal sagen, das lief doch wesentlich besser ab. Sieg! Hashtag hat alles Leben auf dieser Erde erfolgreich ausgelöscht. Jetzt gucken wir mal. Es ist schon mal ein Jahr gedauert, bis es die Ausbreitung richtig losging. Weil diesmal ging es schneller. Wir machen 7 plus 6. Wir haben 280 Tage weniger gebraucht. Und. Wann ploppt es auf? Irgendwo hat es aufgeploppt mal. Ich glaube, wir haben unter ein Jahr gebraucht. Ein Dreivierteljahr bloß. Wunderbar. Nicht schlechter Specht. Welt wurde vernichtet. Komplexität, Heilmittel bei 36%, Hauptspiel, Virus und normal 4 von 5 infizierten Zeichen. Wunderbar. Alle sind tot. Und mich freut das Ganze ungemein. Hashtag. Wir haben es immer gewusst. Hashtag, die Welt ist tot. Hashtag, Hashtag. Oh Gott, da können wir jetzt noch so viele Witze machen, aber ich höre lieber auf. Und hoffe, ihr habt viel Spaß. Dem Hashtag beim Töten zuzuschauen.
Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüssle.